Geister werden versuchen, dich anzugreifen oder zu packen. Super. Der fotografierte Geist ist zurückgewichen. Vielleicht wird er verbannt, wenn ich mehr Fotos schieße. Einführung: Geister bekämpfen. Fotografiere die Schwachstellen eines Geistes, Kreis, den ich nur auf dem Gamepad übrigens sehe, und diese Vierecke auch, um ihnen Schaden zuzufügen. Der Aufnahmebereich Rechteck in der Mitte des Bildschirms ist ein Angriffsbereich. Falls dein Film ausgeht, sind keine Fotos möglich. Super. Ich habe da übrigens eben so Kreise fotografiert. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, wo ich dahin gezielt habe, ich habe nicht wirklich gesehen, was das war, aber es war irgendwas. Einführung: Geistersplitter. Geistersplitter werden sichtbar, wenn du Geistern Schaden zufügst. Fotografiere sie, bevor sie nach kurzer Zeit wieder vom Geist aufgenommen werden. Einführung: Zielobjekte und Schnappschüsse. Solltest du mindestens 5 Zielobjekte, Geister oder ihre Splitter, im Visier haben, kannst du einen Schnappschuss auslösen. Der Aufnahmebereich leuchtet dann rot auf und du kannst alle Zielobjekte gleichzeitig zurückstoßen. Passe deine Position entsprechend an. Ach so. Oh, jetzt habe ich es erst verstanden. Hä, ich check's nicht. Ach so. Ich bin so blöd. Ich hab's jetzt wirklich verstanden. Jetzt wirklich. Es hat ja die ganze Zeit rot geblinkt. Oder so rot aufgekommen. Und dann musste ich drücken. Aber ich hab's erst nicht kapiert. Ich muss mir auf jeden Fall noch was überlegen. Hat er jetzt gerade geskippt? Ja, wow. Ich muss mir auf jeden Fall noch was überlegen, denn so kann ich das gerade nicht machen. Ist ein bisschen kompliziert mit Gamepad halten und dem Schreibtisch genau vor mir. Ist nicht so gut. So, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Er wird zurückgeschossen und kann... Ja, bla bla. Die Fotos sind sehr nützlich. Okay. Einführung: Angriffsreichweite und Angriffskraft. Geister müssen in einem bestimmten Radius stehen, damit die Kamera Obscura effektiv ist. Geister, die zu weit entfernt sind, nehmen keinen Schaden. Je größer das Zielobjekt ist, desto mehr Schaden wird zugefügt. Wage dich für kraftvolle Fotos näher an die Geister heran. Ja. Verdammt! Es war... Hä?
Ach so.先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。Während Hisoka Yuri im Wahrnehmen von Schatten unterrichtete, nutzte diese ihre Gabe, um ein Album mit Leichenfotos aufzuspüren, das in den Ruinen ihres Gasthofs auf dem Hikami-Berg zurückgelassen wurde. Ein gewisser Renhoyo hatte dieses Album angefordert. Oh mein Gott, ich kann die Namen nicht aussprechen. Das ist einfach schrecklich. Als Ren aus einem Albtraum erwachte, wurde er plötzlich von Ungewissheit geplagt. War es wirklich nur ein Traum oder eine unterdrückte Kindheitserinnerung? Diese Frage hatte ihn bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Aber dann müsste er der kleine Junge gewesen sein, denn da war nichts anderes mehr. Außer die Typen, die da standen, aber wenn das eine Kindheitserinnerung sein sollte, ja. Note C. Nice. Schwierigkeit normal. Konnte man die Schwierigkeit überhaupt einstellen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Wow, wir haben sogar 5300 Punkte. Fast 5400. Ja. Wir können ja mal gucken, wie das hier noch weiter abgeht. Normal. Wir können ja mal kurz gucken, wenn ich jetzt... Okay, das steht nur erledigt. Kleidung. Gucken wir mal.
Oh, man kann sie sogar drehen. Ich meine, please, was ist das für eine Hose? Die Hose ist kleiner als ihre Schuhe. Nice, würde ich sagen, oder? Nice, oder? Wie kriegt man die anderen Outfits? Man kann sogar. Sie war die, die wir als erstes gespielt haben, oder? Aber wenigstens sind da die Schuhe. Ah, vielleicht genauso groß, oder? Genauso groß, ne? Okay, das war's halt aber. Ah, jetzt kann ich die Schwierigkeit einstellen. Für Spieler, die Geschichte genießen wollen. Und die nur das Spiel genießen wollen, okay. Wir wollen eigentlich beides. Ich denke mal, auch normal kann ich auch die Geschichte genießen, oder? Na, hoffen wir mal. Oh, was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich kann mir Kräuter dazu holen für Punkte. Und ich kann sie wahrscheinlich. Nö, ich kann sie nicht abgeben. Ich dachte, ich kann sie abgeben und krieg dafür Punkte, aber nö. Ein schwarzer Stein, der dich wiederbelebt, wenn du besiegt wurdest. 10.000 Punkte für einen Stein. Lol. Reinigende Flammen, die Nässe und Schatten durch Tränkzeit entfernt. Ich würde sagen, wir lassen das einfach erstmal so, oder? Ich habe nämlich keine Ahnung. Was ist das hier? Ich blick nicht durch. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel schon richtig gut eigentlich, ne? Ich weiß halt, dass es noch. Es wird halt noch richtig krass, ja? Es wird noch richtig krass. Die Story wird richtig mega. Ich schwöre, ja? Und ich hoffe auch, dass ich das, was ich gesehen habe, dass es wirklich so krass ist. Also, ich habe nicht viel gesehen, aber. Das, was ich gesehen habe, war schon richtig krass. Von der Story her. Ich würde sagen, weiter geht's erstmal, oder? Zweiter Tropfen. Der Hikami-Berg. Yuri Kusukata. Und ich glaube, auf dem Berg geht's gleich schon richtig ab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Einige Tage sind seit Yuris Einführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seither verschwunden und nicht zurückgekehrt. Yuri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, taucht ein Mädchen namens Fuyuhi Himino auf, das behauptet, Hisoka darum gebeten zu haben, eine vermisste Person zu finden.私に何も言わずに
Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.